herzlich willkommen. Hier ist wieder ein weiteres Video von Terrazzo Tricks. Wir testen heute, oder ich stelle euch heute das Spiel Breakwaters vor im Early Access. Ja. Das ist ein Abenteuer-Survival-Spiel, in dem man herausfinden muss, was es mit den Titanen auf sich hat, die sich da überall in dieser Welt tummeln. Ja. Das Ganze wird in einer fantastischen Inselwelt spielen. Wir werden da alle möglichen Monster antreffen. Ja, unter anderem wird uns ständig dieser Titan, der da durchs Bild im Hintergrund kreucht, diese Drachenschildkröte oder was das da ist, die wird uns ziemlich auf die Senke gehen. Ja? Für mich ist das Ganze eine Premiere, da ich zurzeit einen kleinen Unfall gehabt habe und mir den Arm ausgekugelt habe. Deswegen ist es für mich eine Premiere, weil ich es mit dem Controller spiele. Ich kann die Tastatur und Maus, als Maus kann ich benutzen, halt nur links. Ja. Rechts habe ich mir die, den Arm ausgekugelt, der ist mittlerweile wieder drin. Aber ich habe eine Operation vor mir und ich habe mir gedacht, das ist doch noch lang kein Hindernis. Wir müssen halt ein bisschen umdisponieren. Dann habe ich bei Steam nach einem Spiel geguckt, das den Controller voll unterstützt. Ja. Diese Spieler lässt sich mit dem Controller spielen. Deshalb, ich habe mir also eine Testwelt erstellt und ich habe mir einen Charakter erstellt und wir starten rein. Ja, da sieht man auch im Hintergrund diese Drachenschiffe, diese Titanen mit dem mit den Gebäuden drauf. Das Ganze hat viel mit Wassermanipulation zu tun. Wir können also wie Moses dann später uns im Gang von einer Insel zur anderen freimachen, indem wir verschiedene Gegenstände einsetzen, unter anderem so Spezialfucking, die das Wasser verdrängen. Und das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Survival-Aspekte hat es auch, deshalb, weil wir die verschiedenen Gegenstände herstellen können, ja, die uns dann auch weiterhelfen. Ja, und die Musik ist cool. So, hier haben wir meine Spielfigur. Seht es mir ein bisschen nach, wenn ich... irgendwas stimmt jetzt. Ich habe hier schon wieder ein... So, diese Spielfigur hier, die werden wir ansprechen. Genau, ne? Oh je. Controller-Steuerung ist wesentlich langsamer als die der Maus. Ah, jetzt. Wie man sieht, ist das Ganze in Englisch. Man sollte das Ganze aber auch auf Deutsch spielen können. Das Problem ist, dass es noch nicht übersetzt ist. Vorhin im Hauptmenü hat man gesehen, unten rechts, dass man dort die Sprache einstellen kann, aber wenn man das macht, dann reagiert er nicht. Leider. Berries und Coconuts, alles klar. So. Das Ungewöhnliche ist, dass meiner hier schon eine Axt hat. Ja, also normalerweise fängt man hier an ohne irgendwas. Ich bin jetzt mal alle Knöpfe am drücken. Ah ja, okay, da kann mit dem Ding noch nichts anstellen. Irgendwas können wir die einsammeln. Moment, ich schau mal. Irgendein Knopf. Okay. Ah ja, okay.
anderen Bottles, kommen auch später.
die Stöcke von dem Gras und so sind die wichtigsten Sachen am Anfang. Okay. Dann schauen wir mal, was wir bauen können. Dazu gehen wir jetzt erstmal zu dem Mann, der da hinten irgendwo schwebt. Ah ja, da hinten steht er. Aber er möchte jetzt, dass wir eine Axt bauen. Winter, dann bauen wir hier unten drunter auch gleich diese Bench. Ein hohes Plateau und dann werde ich dort diese Bench hinsetzen, damit wir mal ein bisschen was bauen können. Ja. Da drüben wäre es ideal. Ein hohes Plateau, so hoch wie es nur geht. Weil es kann hier auch, gibt hier auch Ebbe und Flut und von daher kann das alles ja, wie soll ich sagen, überschwemmt werden. Und das ist nicht sehr lustig. Ja.
genau hier setzen wir unsere Bergbahn. So. Was haben wir denn da oben alles Schönes? Ah ja. Also. Dann links auch die Anzeichen, ja. Wasser, Nahrung, das was ich gerade in der Hand halte und darunter den Lebensbalken. Ja. Na komm. Vorsichtshalber hier alles, was ich nicht so brauche, einlagern. So, falls ihr euch wundert, dass da das Wasser zurückgedrängt ist, das machen diese gelbe Kristalle hier. Wenn man diese gelbe Kristalle hier entfernt, dann schwappt das Wasser wieder über einem zusammen. Ganz normal. So.
Damage. Hier, was ich die ganze Zeit ernte, das ist eine der Grundvoraussetzungen überhaupt, um in diesem Spiel überhaupt irgendwas machen zu können. Ja. Deswegen ernte ich das häufig und viel. So. Aufgabe ist es, den Titan, der hier irgendwo herumschwirrt, langsam aber sicher auszusperren, damit er nicht überall hin kann und uns auf den Geist geht. Das ist so das Ziel des Spieles, wenn ich das richtig begriffen habe. Ah ja. Mal kurz in mein Inventar, weil ich dort nämlich Punkte verteilen kann. Und ich würde sagen, am Anfang ist schlicht und einfach Konstitution wichtig. Also mit Ausdauer kann man die Sachen verbessern, dass sie es hatten. Das ist cool. Aber ich brauche am Anfang Herzen, heißt Lebensenergie. Deswegen kommt da jetzt noch ein Herz drauf. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass ich viel Zeug jetzt am Ende nochmal zu besser mache. Wollen wir mal weitergehen. Okay. Ich sollte zur Bench zurück und sollte ein bisschen was tun.
Hau einfach ab, du blödes Viech. Mal sehen, was wir tun können. Es gibt ein paar Dinge, die wir bauen können. Also folgendes, wir bauen jetzt erstmal einen Hut. So. Dann brauche ich... Ach ja. Noch mehr. Ein wunderschöner Blätterhut. Wir sehen doch zauberhaft aus, oder? Ach, Leute. So. Verhindert übrigens, dass wir so schnell Wasser verlieren. So, dann gehen wir mal kurz rüber. Tragen diese Sache wieder bei uns ein hier. Wir werden jetzt mal Upsala. Ich sehe schon, es ist schon eine halbe Stunde rum und es ist noch nichts Spannendes passiert. Naja. Keine Angst, das kommt bestimmt noch. So, wir werden... Stopp, was machen wir denn hier? Noch mehr Gras, ach Leute. Ach so, ich habe gar nicht das, was ich brauche. Okay. Okay, okay, okay. Dann werden wir das mal rausschmeißen hier. Feuergras brauche ich noch nicht. Tran ist nirgends unterwegs, obwohl es müsste eigentlich.
mir mehr als genug bereit habe. Lass mich raten, meine. Das ist ganz woanders stand. Ah, da drüber. Okay, dann rennen wir darüber. Na komm. Ich bin nicht so geschickt. Wie mit der Maus. Bin es halt auch nicht gewohnt. So. Jetzt können wir hoffentlich, ja, diese Sache hier bauen. Und ja, toll, wir können die nicht anlegen. Sehr gut. Gut. Wir... Das hier geht mal in den... Geht mal rüber. Und das hier geht mal rüber. So. Jetzt nehme ich den hier auf. Verwende ihn auch gleich. Jetzt haben wir da an der Seite so ein kleiner Beutel und haben dann in unserem Inventar, wenn wir reingucken, eine Zusatzleiste. Ne? Ja, Spannendes ist jetzt noch nicht passiert, aber das wird sich jetzt ändern. Das werde ich jetzt ein wenig ändern. Leere Glasbottle sind sehr gut. Oh je, da kommt ein Tsunami, jetzt wie weg. Wasserwand. So, wir haben uns gerade hier oben noch auf das Plateau gerettet. Die Sache wird jetzt so langsam vom
Namen verschluckt. Ja, wir können auch das Fleisch diesmal mitnehmen. So, dann werden wir mal ein paar Dinge essen. Wir haben genug Leber. Wir überleben die. So hungrig.
Wir müssen hier weg. Das lässt sich erledigen. Wasserwand und nicht mehr. Was soll denn der Unsinn? Was war das? Krabbe?
Krabbe. Okay, wenn es denn sein muss. So wie es aussieht, bleibt es wohl so. Was mache ich jetzt? Taucht allmählich wieder auf, Gott sei Dank. Wird es aber auch Zeit. Tja, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist die Lektion, die bleibt. Thank you.
genau eines. Dann nehme ich da die da mit. Die werden wir später auch brauchen für was. Das Ganze steht auch schon wieder die nächste Welle parat, um mich dann fortzuspülen. Leute, das ist Wahnsinn. Ich muss essen. Oh, Schatten. Davon ist meine Workbench endlich. So hungrig, naja. Nichts da. Also so falsch war sie nicht, die Workbench dahin zu stellen. Es ist ja hoch. Nicht damit gerechnet, dass ich also wir nehmen mal kurz was aus und zwar dieses elende Geflügelscheiß und den Sand hier. Mehr brauchen wir nicht. Da ist noch eine. Esser. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen. So.
So. Jetzt. Was auch ich. Blut schon wieder, ich glaube ich bin. Jetzt geh weg hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge vielleicht. Tschüss, bis dann. Vergesst mir nicht, einen Daumen hoch zu lassen oder mir einen Kommentar zu hinterlassen, gell? Bis dann.